Monsieur Chiprut, was machen Sie denn da? Los, sofort zurück auf Ihren Tisch. Tut mir leid, Doc, aber ich will mir noch eine zweite Meinung einholen. Danke jedenfalls für die Betäubung meiner Hand. Das ständige Schlagen und Gestikulieren ging mir schon ganz schön an die Substanz. Halt! Kleiner Masochist, hä? Warten Sie, Stopp! Ich muss Ihre wunderschöne, dem Tod trotzende Hand einfach haben! Kommen Sie zu... liederliche Piraten! Überall lassen Sie Ihren Dreck liegen! Ein Piratenjäger, hä? Huh? Okay, Flucht gelungen. Meine Hand dürfte ja noch betäubt sein. Hoffe ich doch. Probieren wir es doch einfach mal, Baby. Yo! Elaine, ich komme! Oder vielleicht nicht. Oh, schöne Karte. Dammit. Aber hier, er hat wieder seine Einhörner. Wow. Hätte nie gedacht, mal einen Piraten zu sehen, der Einhörner aus Glas verkauft, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Hi! Ich hätte nie gedacht, jemals einen sprechenden Pavian zu sehen, also sind wir quitt! Ich bin zurück. Hi! Das sehe ich! Wie läuft das Geschäft mit der Glasblaskunst? Es steht kurz vor dem Aus. So ein niederträchtiger Halunke hat mir meinen einzigartigen Flaschenbrecher gestohlen. Das muss der Teufel persönlich gewesen sein. Ohne Flaschenbrecher kann ich meine unzerbrechlichen Flaschen nicht aufbrechen. Und wenn ich sie nicht aufbrechen kann, wer will sie denn dann noch kaufen? Ich bin ruiniert! Ihnen bleibt immer noch die Piraterie. Bist du weich in der Birne? Was für ein blasser Pirat wäre ich, so ganz ohne Schiff oder Winde oder Augenbrauen? Ha. War schön, mit Ihnen zu plaudern, aber ich muss zu meiner Frau und meinem Erzfeind zurückkehren. Hey, wem geht das nicht so? Gut, natürlich jetzt schon ein bisschen blöd. Vielleicht kann der Reporter was damit anfangen. Oh, wer ist das denn? Hallo, ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Und wer bist du? Es ist Hemlock. Hemlock McGee. Du konntest wohl den alten Hemlock nicht mit seinem Grog und seinen zerronnenen Träumen in Ruhe lassen? Warum bist du denn nicht im Club 41 und machst es dir mit deinem Grog gemütlich? Weil mich diese untreuen Kanonenstopfer rausgeworfen haben. Warum? Der Club hat eine eindeutige, keine Füße, nichts zu trinken Regelung. Deine Kommentare machen es nur noch schlimmer. Was zum Kuckuck ist mit deinen Beinen passiert? Du meinst wohl, abgesehen von einem Idioten, der einen armen alten Piraten in eine tödliche Wirtshausrauferei verstrickt? Ja. Vier Wörter. Der Marquis de Sange. Der Marquis de Sange hat dir die Beine abgetrennt? Ei, nicht beide gleichzeitig, natürlich. Vor 7 Jahren trennte er mein erstes Bein ab, nachdem ich mir den Zeh gestoßen hatte, als ich die Winde von Flotsam Island überprüfte. Das scheint mir aber einschneidend zu sein. Ei, manchmal glaube ich fast, dass mich der perverse alte Sack auf dem Kieker hat. Du hast die Winde von Flotsam Island untersucht? Ei, ich habe versucht, hinter das Geheimnis dieser verrückten Seefiere zu kommen. Seit ich hier an Land gespült wurde, ich fand sogar eine antike Schriftrolle, die mich hoffen ließ, Antworten auf alle meine Fragen zu finden. Nein! Ei, aber ich wollte einfach nicht dahinter kommen. Das hat mich dermaßen frustriert, dass ich eine dieser Statuen in den Dschungel kickte und...
mir dabei den Zeh anstieß. Als ich dann zu diesem Metzger-Desage kam, nahm er mir das ganze Bein ab. Echt hart. Aber ohne zwei gesunde Beine war es vorbei mit dem Erkunden. Also hinkte ich in den Club 41 und baute eine langfristige Beziehung zu einem Grogfass auf. Aber die haben alle diese grünen Pocken, das ist wohl der... Weißt du, abgesehen von den Beinen, siehst du mir etwas blass um die Nase aus. Kümmere dich um deinen eigenen Mist, du feiger Speichellecker! Hoppla, was war das denn? Was war was? Oh, Auswirkung. Kann ich die antike Schriftrolle mal sehen? Leider nein, Skipper. Eine abgetakelte Hexe knöpfte sie mir bei einer Pokerpartie vor einigen Monaten ab. Wird ihr allerdings nichts bringen, ohne mein Ei auf Femality. Klasse. Kann ich es ausleihen? Warum im Namen von Neptuns Nietnägeln würde ich dir dieses unschätzbare Artefakt einer lang verschollenen Zivilisation ausleihen? Damit ich die Winde untersuchen kann, das wird den Marquis ankotzen, weil ich ein furchterregender Pirat bin. Wegen meiner alles übertreffenden Ausstrahlung. Also gut. Ich kann's ohnehin nicht mehr verwenden. Das hat geklappt. Danke, Hemlock. Ich verspreche dir, dass du das wahrscheinlich nicht bereuen wirst. Wahrscheinlich. Das heißt, damit kann ich mir das hier anschauen. Das sieht vielversprechend aus. Oh, der Weg ist aber weit. Altar. Ich habe, glaube ich, einen Altar gesehen, ne? Als wir beim Brunnen... Auf jeden Fall geht's wieder los im Dschungel. Würde ich doch nur sagen, ziehen wir auch los. Ja, die Steuerung und das Zwischenspeichern. Und das Husten. Auf geht's in den Dschungel. So, ab zum Eingang, bitte. So, dann müssen wir jetzt mal den Altar suchen. Wir gehen mal oben lang. Vielleicht haben wir ja Glück. Okay, das war jetzt Zufall. Ich tatsächlich. Frage mich, was für schreckliche Opferriten auf diesem antiken Altar abgehalten wurden. Schmeckt wie Hähnchen. Okay. Halt, zuerst muss ich die Karte benutzen. Moment. Okay, Donner. Damit dürfte es aktiv sein. Stellen diese Zeichnungen den Winter? Bienen? Wind? Ach, das ist Wind. Ah, da habe ich doch mein Windrädchen, okay. Weil das ist ja Wind, der pustet in die rechte Richtung. Egal, Biene und Affe erstmal. Das ist Affe. Vögel. Muss ich Tasse dich hier runter oder was? So weit, so gut. War richtig, sehr schön. Jetzt suche ich die Affen. Ja. So, und jetzt kommt die Sache mit dem Wind. Ich höre Windgebläse. Jetzt nicht mehr. Moment, ich hab doch hier. Stimmt, das hatte ich ja vorhin beim Udo-Häuschen gemacht. Also nach oben. Dann gehen wir doch einfach mal nach oben. Obwohl der Wind doch jetzt in die Richtung geblasen ist. Egal, wir gehen mal nach oben. Das hat geklappt. Hey. Das sieht viel sehr schön, jetzt aus. Sind wir beim Brunnen. Stimmt das denn? Brunnen. Da muss ich eine Blume reinschmeißen.
Naja, probieren wir es mal mit dem Blumentopf. Scheint, könnte richtig gewesen sein. So, jetzt muss ich mal kurz niesen. Na, will nicht. Nee, will jetzt nicht. Okay. Wind, Biene, Wind. Okay. Ich verstehe. Nach rechts. Dann gehen wir auch nach rechts. Das war ja scheinbar richtig, ne? Das sieht vielversprechend aus. So. Was, ehrlich, wieder zurück? Das war doch dann Biene, oder? Stellen diese Zeichnungen den Winter? Wind? Biene. Oh. Okay. Und jetzt wieder Wind. Aus. Ach, was sollte das denn? Moment. Ach. Lupe, Wind. Hm. Die Windgötter von Flotsam scheinen in diese Richtung zu zeigen. Also nach links. Schau mal. Lalalala. War richtig. Jo, was war das? Kann ich da nicht drauf? Upsi, Moment. Will ich da irgendwas machen? Ach so. Ah, drumrum, okay. Jetzt wieder Wind. Und dann bin ich am Ziel, ja? Jetzt bloß keinen Fehler machen, Knorkel. Keinen Fehler machen. Das hier. Hm. Nach oben, würde ich mal sagen. Dann gehen wir da einfach mal hin. Nach oben. Wow! Oh oh, jemand kommt! Hm. Mann! Hätte nie gedacht, jemals wieder hier rauskommen zu müssen. Aber es wird eine vorübergehende Schwankung von Flotsams Wind wert sein, endlich Sriputs Hand in die Hände zu bekommen. Seine Hand in die Hände zu bekommen. Zu süß. Was war das denn? Und was ist hinter dieser Tür? Ohne Perle sieht diese Auster so leer aus. Wow! Ich wette, dieses Ding wäre wirklich beeindruckend, wenn ich nur wüsste, was diese Inschriften bedeuten. Oh. Was für eine dumme antike Zivilisation betet schon Seekühe an? Vielleicht kann ich die Tür bewegen, indem ich diese riesige Kristallnase drücke. Nee. Moment. Kristall. Hm, das Abschlagen der Nase an der Tür hat den Zorn des Gesichts hervorgerufen. Manchmal kann ich nur so ein bisschen meiner Ehre retten. Ich frage mich, ob ich vielleicht auf der anderen Seite etwas sehen kann. Da ist sicher etwas Interessantes drin, aber ich kann es nicht sagen. Ja. Nu? Wenn ich hier nicht reinkomme, nützt mir das Ganze doch überhaupt nichts. Ist da irgendwas? Ich hoffe, den Menschen stört es nicht, dass ich das Gesicht seines antiken Seekuh-Tür-Dingsbums abgebrochen habe. Was schaut der denn da?